Was würdest du tun, wenn du in der Anfangsphase einer Zombie-Apokalypse in einem Aufzug gefangen wärst? Ich werde dir die gemachten Fehler aufschlüsseln und dir zeigen, was du tun solltest und wie du den Zombie-Ausbruch in The End überleben kannst. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der sich zufällig mal denkt, was wäre, wenn jetzt gerade eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde? Wenn Zombies versuchen, sich in den halboffenen Aufzug zu schleichen, müssen wir herausfinden, wie wir uns verteidigen können. Mal sehen, ob wir über der Erde bleiben können. Heute ist Claudius Glückstag. Nicht. Er ist bereits spät dran für eine wichtige Besprechung und sitzt plötzlich zwischen dem 6. und dem 7. Stock in einer steckengebliebenen Aufzugskabine fest. Claudius drückt die Ruftaste, um die Wartungsabteilung zu erreichen. Aber als diese ihm keine klare Antwort geben kann, wann er wieder frei sein wird, verlangt er eine direkte Verbindung zu dem Team, welches für die Reparatur zuständig ist. Laut dem Aufzugstechniker stimmt etwas mit einem der Generatoren nicht. Claudio weist ihn höflich darauf hin, dass er ein verdammter Idiot ist, weil er nicht sofort alle Probleme der Welt löst. Aber irgendetwas auf dem Dach lenkt ihn zu sehr ab, um zu antworten. Plötzlich schreit der Techniker seinem Mitarbeiter zu, er soll um sein Leben rennen und die Verbindung bricht ab. Claudio berichtet dem Wartungstechniker von der Situation, beschließt aber die verängstigten Schreie nicht zu erwähnen. Als der Wartungsdienst sich auf den Weg macht, um nach dem Rechten zu sehen, beschließt Claudio, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er drückt das Kabinentor auf, um festzustellen, dass er sich nur knapp unter dem 7. Stock befindet. Aber die Schachttür ist zu schwergängig, um sich mehr als ein paar Zentimeter zu öffnen. In diesem Moment ruft Claudios Frau Lorena panisch an. Jemand hämmert an die Haustüre, aber derjenige, der es ist, reagiert nicht auf ihre Rufe. Sie versucht, die Polizei anzurufen, aber alle Notrufleitungen sind blockiert. Verängstigt fleht sie ihn an, nach Hause zu kommen, aber er kann nur versuchen, sie zu beruhigen, bis er einen Ausweg aus seinem holzgetäfelten Gefängnis gefunden hat. In den Nachrichten heißt es, dass in den Straßen Roms das Chaos ausgebrochen ist und verschiedene Quellen von Terroranschlägen berichten. Und wie aus dem Nichts stürmt eine Gruppe verängstigter Büroangestellter an der Aufzugsbank vorbei und während Claudio vergeblich versucht, sie auf sich aufmerksam zu machen, fällt eine Frau, Martha, neben ihm zu Boden und versucht ins Innere zu kriechen, wird aber dann von einem unsichtbaren Angreifer gewaltsam weggezerrt. Claudio, der zu Recht völlig verängstigt ist, versucht in den Flur zu spähen, als sich ein paar blutverschmierte Kollegen auf ihn stürzen. Doch bevor sie sich einen Weg nach drinnen bahnen können, lenkt das Geräusch weiterer Überlebende ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Stelle. Das erklärt zumindest die Schreie. Der erste Gedanke, der einem kommt, ist natürlich die Flucht, aber bevor ich irgendeinen Teil meines Körpers durch diesen Spalt stecke, würde ich sicher gehen wollen, dass ich die Notbremse ziehe, nur für den Fall, dass dieser Aufzug plötzlich wieder zum Leben erwacht und uns die letzte Ehre erweist. Da es im 7. Stock so still ist wie auf einem Friedhof, sollte ein Grund zur Besorgnis sein, besonders wenn man bedenkt, wie das Reparaturteam so ausgeflippt ist. Wir sollten einige unserer Kollegen im Gebäude anrufen und fragen, ob sie etwas darüber wissen oder ob sie bereit wären, es zu überprüfen. Zumindest sollten wir unsere Assistentin darum bitten, uns ein paar Wasserflaschen und Snickers zu bringen, falls sich das Ganze in eine Übernachtung verwandelt. Ein paar Kissen und eine Decke könnte sicherlich auch nicht schaden. Der Anruf von Lorena macht die Situation nicht nur zur Qual, sondern zur persönlichen Hölle. Wir müssen nicht nur schnell weg, um nach unserer Frau zu sehen, sondern die Scheiße, die in der gesamten Stadt passiert, könnte erklären, was hinter all den seltsamen Dingen steckt, mit denen wir es gerade zu tun haben. Wenn wir durchkommen, sollten wir zuerst die Situation bei uns zu Hause melden und dann die Feuerwehr anfordern, damit sie versucht, uns aus dem Aufzug zu retten. Ich bin mir nicht sicher, warum Martha versuchen sollte, sich in den Aufzug zu quetschen, wenn sie doch offensichtlich genug Zeit hatte, wieder auf die Beine zu kommen und ihren A** rauszuschleppen. Außerdem, wenn sie einen Weg hat, sich hineinzuzwängen, wer kann dann sagen, dass das, was sie jagt, das nicht auch kann? An diesem Punkt wären wir nur ein leichter Double-Kill. Niemals hätte Claudio in einer Million Jahren vorhersagen können, dass es Zombies sein würden, die das Gebäude stürmen. Aber diese Enthüllung ändert die Art seiner misslichen Lage komplett. Der Aufzug ist keine Gefängniszelle mehr. Naja, okay, es ist schon noch teilweise, aber es ist auch eine Art Haifischkäfig gegen die Infizierten. Unser Ziel sollte es nicht mehr sein, einen Ausweg zu finden, sondern wir müssen eine Bestandsaufnahme machen, was wir haben, und abwarten, bis Chris Redfield auftaucht, um jeden Zombie einen Boulderschlag ins Gesicht zu verpassen. Sobald die Luft rein ist, würde ich versuchen, die Türen zuzuschieben, obwohl das angesichts der Tatsache, dass das Ganze so schwer war aufzubekommen, wahrscheinlich gar nicht in Frage kommt. Wir sollten auch versuchen, die Lichter auszuschalten und uns dann auf der Ausgangsseite in einer Ecke zu verstecken, um nicht gesehen zu werden. Solange die Infizierten keinen Grund haben, hineinzukommen, werden sie wahrscheinlich nur Leute jagen, die nicht den Luxus einer undurchdringlichen Stahlkiste haben, in der sie sich verstecken könnten. Wir sollten auch unseren Handy-Akku so gut wie möglich schonen, da wir nicht wissen können, wie lange wir hier festsitzen werden. Ich würde meine Kollegen, Freunden und Angehörigen eine SMS schicken, in der ich unseren Standort beschreibe und dann mein Handy einfach ausschalten, bis ich einen Grund habe, es zu benutzen. Apropos Angehörige, so beschissen das Ganze auch ist. Wir können nicht viel für Lorena tun, außer ihr zu sagen, dass sie sich im sichersten Raum unseres Hauses verbarrikadieren und etwas finden soll, womit sie sich bewaffnen kann. Selbst wenn wir aus dem Büro rauskämen, scheint die ganze Stadt am A** zu sein. Es ist nicht gerade glamourös oder nice, aber unsere beste Option ist es,
es tatsächlich an Ort und Stelle zu bleiben und auf Hilfe zu warten. Es ist ja nicht so, als wären wir in einem Walmart gefangen. Wenn ein paar Tage vergehen und es immer noch keine Anzeichen dafür gibt, dass das Militär die Dinge umdreht, müssen wir einen Weg nach draußen finden, bevor wir durch Hunger und Delirium zu schwach sind, um uns in Sicherheit zu bringen. Wir sollten uns im Vorfeld ein paar Fluchtpläne zurechtlegen und warten, bis es ruhig ist, um sie in die Tat umzusetzen. Als erstes würde ich prüfen, ob es auf dem Dach der Kabine eine Luke gibt, durch die wir hinausklettern könnten. Leider sind diese Luken bei den meisten modernen Aufzügen von außen verschlossen, aber ein Versuch ist es allemal wert. Andernfalls würde ich das Geländer abreißen und versuchen, die Türen ein wenig weiter aufzustemmen, obwohl das sicher eine Menge Lärm machen würde. Wenn wir erst einmal genug Platz haben, um herauszukriechen, gibt es kein Zurück mehr. Er bekommt einen Anruf von Stefano, der im Auto auf dem Weg zu Lorena im Verkehr feststeckt. Claudio nutzt die Gelegenheit, um zusammenhanglos über die Verrückten zu plappern, bis der Anruf durch den Aufprall von Stefano unterbrochen wird. In diesem Moment meldet sich der Hausmeister über die Sprechanlage zurück und behauptet, dass das Reparaturteam verschwunden ist. Zu seiner Erleichterung erhält Claudio einen Rückruf seiner Assistentin Sarah, die ihn dazu bringt, die untoten Kannibalen, die sich im Gebäude herumtreiben, zu vergessen und sich mit dem Rücken gegen die offene Tür zu lehnen. Fast sofort legt sich ein verstümmelter Arm um seinen Hals, aber Claudio schafft es, sich zu befreien. Und das ohne infiziertes Blut in den Mund zu bekommen. Es stellt sich heraus, dass es Martha von vorhin ist, nur dass sie nun nicht mehr ganz so gut aussieht. Anstatt sich wie beim letzten Mal in die Ecke zu kauern, bricht er das nahegelegene Geländer ab und schaltet sie aus. Claudio erkennt, dass das, was die Menschen in hirnlose Tötungsmaschinen verwandelt, wahrscheinlich durch ihre Adern fließt. Er nimmt eine Wasserflasche aus seiner Aktentasche und wäscht das Blut aus seinem Gesicht und seinen Händen. Dann benutzt er einige Berichtspapiere, um die kleine Lache, die sich auf dem Boden des Aufzugs angesammelt hat, aufzusaugen. Schritte, die er von außen hört, ziehen seine Aufmerksamkeit nach draußen. Er sieht Silvia, die durch die Flure schleicht, und mit dem Versprechen, sie aus diesem Albtraum zu befreien, bittet er sie beim Aufbrechen der Türen um Hilfe, doch die Aufregung lockt nur noch mehr Infizierte an. Unfähig, sich in die Aufzugskabine zu quetschen, rennt Silvia davon, um ein Versteck zu finden. Sekunden später nimmt ein anderer Hirnfresser ihren Platz in der Tür ein, doch bevor Claudio ihn mit dem Geländer füttern kann, schlägt Silvia mit einem Gaulschläger zu. Leider ist ihr Triumph nur von kurzer Dauer, denn eine Horde von Zombies, die von ihrem Kriegsschrei angelockt wurde, überwältigt sie schnell und beginnt sie in Stücke zu reißen. Ich verstehe, dass es gerade ziemlich hektisch und stressig zugeht, aber verdammt nochmal, rede doch einfach. Ich bezweifle ja, dass wir irgendwas hätten tun können, um Stefano vor dem Aufprall zu schützen. Aber wir hätten zumindest den Wartungstechniker vor den umstreifenden Rudeln von Menschenfressern warnen können. Und jetzt ist die einzige Person im Gebäude, die weiß, wo wir sind, Sarah. Und ich bezweifle stark, dass sie sich so sehr darum schert, die Karriereleiter zu erklimmen, dass sie riskiert, für ihren Boss lebendig gefressen zu werden. Wenn wir sie anrufen, verschwenden wir nur Akku und bringen ihr Leben unnötig in Gefahr, falls sie vergessen hat, ihr Handy auf stumm zu schalten. Wenn Sarah uns zurückruft, ist Claudio besonders dumm, weil er mit dem Rücken zu der offenen Tür steht. Vor allem, weil vor weniger als 5 Minuten 2 Zombies versucht haben, sich hindurchzuzwängen. Wir haben bereits festgestellt, dass wir nicht durch die Tür passen, also gibt es für uns keinen wirklichen Grund, uns ihr zu nähern. Es sei denn, wir versuchen aktiv, sie aufzubrechen. Ein Lob an Claudio, dass er sich aus dem Würgegriff befreit hat, ohne gebissen zu werden. Und dass er das zerbrochene Geländer benutzt hat, um ein paar Zombie-Gehirne einzuschlagen. Wir hätten uns gar nicht erst in diese Situation begeben sollen, aber sie hat uns einige nützliche Dinge über die Infizierten gelehrt. Erstens können sie andere in Zombies verwandeln und zweitens können sie mit normalen physischen Mitteln getötet werden. Ja, das Ganze sollte selbstverständlich sein, aber wir sollten nicht immer automatisch davon ausgehen, dass dieser lebendige Albtraum von George A. Romero geschrieben und inszeniert wurde. Es ist erst ein paar Minuten her, dass Martha weggeschleppt wurde, also scheint der Verwandlungsprozess ziemlich schnell zu verlaufen. Deshalb sollten wir jeden meiden, der Anzeichen eines Angriffs wie tiefe Kratzer oder Bisswunden aufweist. Nachdem wir die Bedrohung neutralisiert haben, sollten wir ihr ein paar Sicherheitshiebe verpassen und dann ihre Tasche nach etwas Nützlichem durchsuchen. Ich bezweifle sehr, dass sie eine Desert Eagle .50 unter ihrer Bluse trug, aber sie hatte wahrscheinlich ein Handy bei sich, mit dem wir den Notdienst anrufen konnten, ohne die Batterie unseres eigenen Handys zu verbrauchen. Ich verstehe, warum Claudio das möglicherweise kontaminierte Blut von seinem Gesicht und seinen Händen säubern wollte, aber das ist eine sehr schlechte Nutzung unserer begrenzten Wasservorräte. Wir sollten lieber unsere Jacke benutzen, um das Blut abzuwischen und das Wasser aufheben, um es in den nächsten Stunden oder Tagen zu trinken. Abgesehen davon ist das Töten von Zombies eine schmutzige Angelegenheit. Also wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, etwas Schutzausrüstung zu improvisieren, um die Blutspritzer aus unseren Augen, Nasen, Ohren und dem Mund fernzuhalten. Ich würde mein Hemd ausziehen und es zu einer Gesichtsmaske umfunktionieren, immer wenn ich kurz davor wäre, mich mit einem der Zombies zu bashen. Es ist nicht perfekt, aber es wird verhindern, dass sich das Blut auf unserem Gesicht ansammelt und in unsere Augen oder unseren Mund tropft.
Es ist nett von Silvia, dass sie versucht zu helfen, aber die Tatsache, dass Claudio immer noch am Leben ist, bedeutet, dass er im Aufzug wahrscheinlich viel sicherer ist, als in einem von Zombies verseuchten Gebäude herumzuschleichen. Wenn ich mich nicht selbst hineinquetschen könnte, würde ich einfach abhauen und später jemanden schicken, der ihn rausholt. Um zurückzukommen und diesen Infizierten zu kloppen, war ziemlich cool und so, aber auch völlig unnötig. Claudio war durchaus in der Lage, diesen Zombie selbst zu töten, und selbst wenn er es nicht tun könnte, gäbe es keine Möglichkeit, dass er ihn jemals zu fassen bekäme. Ich weiß nicht, warum sie nach einem Kill einfach nur noch so dumm dasteht, denn ich meine, hallo? Im gesamten Gebäude wimmelt es nur von diesen Freaks. Sie hätte damit rechnen müssen, dass noch mehr kommen, vor allem nachdem sie angefangen hat herumzuschreien. Claudia versucht noch einmal seine Frau anzurufen und diesmal geht sie ran, aber die Lage ist ziemlich düster. Er sagt ihr, sie solle den Schrank gegen die Schlafzimmertür schieben, aber das reicht nicht aus, um die Eindringlinge in Schach zu halten. Nach ein paar Sekunden, oh Gott, sie kommen durch die Hintertür, endet der Anruf. Diese Entwicklung treibt Claudio nur noch weiter in die Verzweiflung und als ein anderer seiner Kollegen seine Situation mitbekommt, sitzt er nur da und schmollt, während der Neue verzweifelt versucht, die Tür aufzubrechen. Nachdem weitere Zombies den Mann verjagt haben, beschließt Claudio, die Infektion aktiv zu bekämpfen. Er lockt eine Gruppe von Beistern zu sich und beginnt mit seiner improvisierten Waffe auf sie einzudreschen. Doch bevor er genug Leichen für einen Megakill anhäufen kann, lenken Hilferufe aus dem Flur ihre Aufmerksamkeit auf leichtere Beute. Diesmal ist es Claudios Assistentin Sarah. Sie bittet ihn um Hilfe, aber er kann nur versuchen, sie abzulenken, während sie wegläuft. Sarah kann nirgendwo hin und versucht, sich in einem nahegelegenen Büro einzuschließen. Aber die Horde dringt ein, bevor sie die Tür schließen kann, und besiegelt damit ihr Schicksal als menschliches Happy Meal. Wir haben gerade bei Silvia gelernt, dass die Zombies von Geräuschen angezogen werden, also hätten wir Sarah sagen sollen, dass sie sich ruhig verhalten und ein Versteck suchen soll, falls sie in den Raum einbrechen. Ich meine, es ist ja nicht so, als hätten wir es mit Detektiven zu tun oder sowas. Sich in einem Schrank einzuschließen und den Mund zu halten, sollte ausreichen, um sie aus dem Weg zu räumen. Wir sollten auch erwähnen, dass man als letzte Möglichkeit einfach auf die Köpfe eindreschen sollte. Einfach für den Fall, dass man entdeckt wird. Der neue Typ sah aus, als hätte er etwas mehr Kraft im Oberkörper als Silvia, also wäre es möglich, dass wir beide in der Lage gewesen wären, die Tür aufzuhebeln. Ich hätte dem Mann gesagt, dass es keinen Sinn macht und ihn gebeten, Hilfe zu suchen. Es wäre auch nützlich gewesen, mit ihm Nummern auszutauschen, damit wir einfach ein Gefühl bekommen, wie die Situation in anderen Stockwerken oder auf der Straße ist. Vorausgesetzt, er wird nicht sofort gefressen. Ich bin dafür, die Infektion mit einem Schlag zu heilen, aber vielleicht sollten wir unsere Kräfte schonen und nur die Zombies töten, die über uns stolpern. Andererseits hätten wir dann viel mehr Leichen, die wir für Materialien plündern könnten. Und wenn wir genug getötet haben, könnten wir sie zu einem buchstäblichen Fleischschild auftürmen, um andere davon abzuhalten, hereinzukommen. Wie die menschliche Mauer, die 300 Spartaner gebaut haben. Der einzige Nachteil ist, dass wir wahrscheinlich eine Weile hier drin festsetzen werden, mit dem sich verstärkenden, stechenden Geruch von verrottendem Fleisch. Leider hat Claudio, der einen ganzen Haufen Zombies angeködert hat, dafür gesorgt, dass Sarah in dem Moment, in dem sie um die Ecke kam, ziemlich am Arsch war. Wenn sie in der Lage gewesen wäre, sich ein wenig schneller im Büro einzuschließen, hätte sie es vielleicht geschafft, aber wer weiß, ob da nicht schon Infizierte auf sie gewartet haben. Ich würde versuchen, jeden zu erreichen, den ich erreichen kann, für den Fall, dass Suchtrupps gebildet werden, um nach Überlebenden zu suchen. Das könnte unsere einzige Chance sein, hier rauszukommen. Gerade als es nicht mehr schlimmer kommen kann, fällt der Strom aus und lässt Claudius in der Dunkelheit zurück, während sich die Zombies vor der Tür stapeln. Plötzlich hört er, wie jemand den Zombies etwas zuruft, bevor er eine Schrotflinte zückt. Ein unbekannter SWAT-Polizist segnet die beiden mit Schrot und tritt ins Bild, um zu fragen, ob Claudius gebissen wurde. Claudius erklärt, dass es nicht sein Blut ist und fragt, wo die anderen Einheiten sind. Aber der Officer Marcello behauptet, er habe den Kontakt zum Rest seiner Abteilung verloren. Plötzlich erwacht einer der verletzten Infizierten wieder zum Leben, oder wieder zum Leben, und kommt für einen schnellen Biss näher, aber Claudio warnt den Polizisten rechtzeitig, bevor die Dinge hässlich werden konnten. Nachdem er eine weitere Dosis Blei verabreicht hat, fragt der Beamte, ob es ein Notstromaggregat gibt, mit dem sie den Aufzug wieder mit Strom versorgen können. Claudio erzählt ihm von dem auf dem Dach, welches der Mechaniker erwähnt hatte, und erklärt sich bereit, ihn über Funk durch das Gebäude zu führen. Bevor er sich auf den Weg macht, übergibt Marcello Claudio seine Beretta Modell 92 FS und weist ihn darauf an, jeden Beißer ohne zu zögern zu erledigen. Claudio führt Marcello auf seinem Weg durch die von Zombies übersäten Gänge bis zum Dach. Schließlich erreicht Marcello den Generator und benutzt das Bedienfeld, um den Aufzug in Gang zu setzen. Aber die Schachttüren sind immer noch verklemmt. Claudio sieht sich den Mechanismus genauer an und entgeht nur knapp einem Zombie-Kratzer. Dann nimmt er Marcellos Pistole und schickt seine ehemaligen Kollegen einen nach dem anderen in die Hölle. Nach einem stetigen Strom von Schüssen, Fax und oh Gott, verstummt das Funkgerät und Claudio ist wieder einmal ganz allein.
Als die Sonne unterzugehen beginnt, machen sich die Reste des Sicherheitsteams des Gebäudes auf den Weg in den Flur. Aber sie sind zu sehr damit beschäftigt, die Infizierten abzuwehren, um zu helfen. Gerade als er die Wand hinter sich streichen will, ruft eine Stimme von oben seinen Namen. Es ist Marcello, der offenbar den Aufzugsschacht hinuntergeklettert ist. Mit Hilfe des kaputten Geländers hebelt Claudio die Dachluke auf und hilft dem Beamten in die Kabine. Marcello erwidert den Gefallen und richtet sein Kaliber 12 auf die Handvoll Zombies, die sich vor dem Aufzug versammelt haben, aber es ist nicht alles so gut, wie es scheint. Auf dem Weg zurück in den 7. Stock hat Marcello einen üblen Biss in die Innenseite seines Beines erlitten und sein Zustand verschlechtert sich rapide. Da er bereits Blut spuckt, bittet er seinen neuen Freund, ihm in den Kopf zu schießen, bevor er umkippt. Aber Claudio weigert sich und entwaffnet ihn sogar, als er versucht, die Tat selbst zu begehen. Marcello beginnt unkontrolliert zu husten und zu würgen, steht langsam auf und stürzt sich auf Claudio, der ihm die Pistole in den Oberschenkel schießt. Bevor Marcello ihm den Kopf im Mountain-Style zertrümmern kann, verpasst Claudio ihm einen Schlag in den Unterleib und einen doppelten Schlag gegen die Stirn. Als das Adrenalin nachlässt, wird sich Claudio des klaffenden Lochs in seinem Bein bewusst und bastelt sich mit seiner Krawatte einen halbherzigen Druckverband. Durch den Lärm angelockt, stürmt ein weiteres Rudel von Zombies herein, um nachzuforschen. Da seine Pistole nun leer ist, nimmt Claudio die 870er und macht sich an die Arbeit, aber der Rückstoß ist mehr, als er verkraften kann. Ich schaue ungern einem geschenkten Gaul ins Maul, aber warum zum Teufel sollte Marcello ganz allein irgendwelche Bürogebäude ausräumen? Nenn mich gern egoistisch, aber wenn ich er wäre, würde ich mein Training und meine Ausrüstung dafür nutzen, um meine Freunde und meiner Familie zu helfen. Aber wer weiß, vielleicht haben die Infizierten ja seinen Kaninchen ermordet. Wenn man bedenkt, dass sich die Zombies nur vor dem Aufzug auftürmen konnten, scheint es unnötig, dass Marcello seine Waffe einfach so aus der Hand gibt. Vor allem, weil er derjenige ist, der den ganzen Spaß haben darf. Wir wissen auch nicht, ob wir Claudio vertrauen können, dass er uns nicht in den A** schießt oder einen Dr. Fassbach abzieht. Der Kerl richtet das Ding buchstäblich auf uns, sobald er es hat. Wenn überhaupt, hätte ich ihm eine Pfeife oder etwas anderes gegeben, um die Aufmerksamkeit von Zombies auf ihn zu ziehen, während ich auf dem Dach kämpfe. Auf der anderen Seite ist Marcellos unvernünftige Großzügigkeit ein großer Gewinn für das Team Claudio. Wir sollten ihn vielleicht fragen, ob er zusätzliche Munition für die Pistole hat. Schließlich nützen sie keinem von uns viel, wenn sie 3 Stockwerke weiter unten in einer Munitionstasche liegen. Das wahre Juwel hier ist jedoch das Funkgerät. Das erlaubt uns nicht nur, Marcello aus der Ferne durch das Labyrinth der Büros zu führen, wir können es auch benutzen, um nach Übertragung von anderen Überlebenden oder sogar dem Militär zu suchen. Bevor wir Marcello losschicken, um für jemanden, der ihn kaum kennt, Leib und Leben zu riskieren, sollten wir ihn von den beiden Reparateuren warnen, die auf dem Dach angegriffen wurden. Es hat keinen Sinn, ihn den ganzen Weg dorthin zu führen, wenn er direkt in einen Hinterhalt gerät. Es würde sich auch lohnen, mit ihm Handynummern auszutauschen, für den Fall, dass einem unserer Funkgeräte etwas passiert. Sobald der Strom wieder da war, würde ich ein- oder zweimal den Notausschalter betätigen, falls er während des Stromausfalls irgendwie deaktiviert wurde. Nachdem wir bisher jedes Mal, wenn wir in der Nähe der Tür waren, fast aufgefressen wurden, werde ich auf keinen Fall noch länger neben ihr sitzen und in den Aufzugsschacht starren, vor allem nicht, wenn ein Funkgerät direkt neben meinem Kopf das Abendessen einläutet. Ich bewundere Claudios erst schießen, dann fragen Mentalität, aber er vergeudet eine extrem wertvolle Ressource, indem er schießt, wenn doch ein perfektes Geländer in der Nähe ist, mit dem er ihnen das Hirn einschlagen könnte. Die Aufzugstüren bilden einen perfekten Todestrichter, da sie die Angreifer dazu zwingen, ihre verletzlichsten Teile in Sichtweite zu präsentieren. Marcellus M9 fasst nur 15 Schuss in einem Standardmagazin und das nur, wenn er es nicht benutzt hat, bevor er es ausgehändigt hätte. Jetzt, da wir wissen, warum die Aufzugstüren klemmen, können wir sie mit unserem Handlauch aufbrechen und jederzeit verschwinden. Aber es stellt sich die Frage, ob das eine gute Idee ist. Denn wenn ein schwer bewaffneter Polizist wie Marcello sich nicht durch die Horde schießen kann, warum sollte es dann bei uns besser laufen? Sobald Marcello wieder an unserer Seite ist, sollten wir ihn fragen, ob er gebissen wurde, so wie er es bei unserem ersten Treffen mit uns getan hat. Nicht nur, weil er ein wertvoller Verbündeter ist, sondern auch, weil wir aus erster Hand ein Beispiel dafür gesehen haben, wie ein einst gesunder Mensch in die Reihen der Untoten aufgenommen wurde. Abgesehen davon wissen wir nicht genau, wie sich das Virus ausbreitet oder ob bestimmte Leute vielleicht sogar immun gegen die Infektion sein könnten. Ja, im Moment sieht es aus wie 10 Kilo in einem 5 Kilo schweren Sack, aber das bedeutet nicht, dass er sich garantiert in einen Zombie verwandelt. Anstatt ihn auf der Stelle fallen zu lassen, sollten wir ihn bitten, seine gesamte Ausrüstung auszuziehen, falls wir sie später brauchen sollten. Wir könnten ihm dann Handschellen anlegen und ihn in die Ecke stellen, um seinen Zustand zu überwachen. Unter den gegebenen Umständen hätte ich mich Marcello mit der Waffe im Anschlag genähert, für den Fall, dass er anfängt, sich zu verwandeln. Claudio hatte großes Glück, dass seine fahrlässige Entladung die Oberschenkelarterie verfehlt hat. Das hätte definitiv gar kein gutes Ende genommen. Die Pump-Action, die er mit der Schrotflinte abgezogen hat, war definitiv geil. Aber ganz ehrlich, benutzt doch lieber das Geländer und spar deine f***ing Munition. Vor allem, wenn du zu schwach und zu erbärmlich bist, um dem Rückstoß einer 12-Kaliber wie ein gottverdammter Erwachsener standzuhalten. Einige Zeit später erwacht Claudio durch das Geräusch vollautomatischer Schüsse und erhält einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Es stellt sich heraus, dass Lorena von vorbeikommenden Soldaten gerettet wurde, als sie aus ihrem Haus floh. Mit neuer Entschlossenheit untersucht Claudio noch einmal den Mechanismus, der die Tür sichert, und zerschlägt ihn mit dem Geländer. Nachdem er durch einen Haufen zerschossener Leichen gestampft ist, macht sich Claudio
Claudio auf dem Weg in die Lobby, wo er einen Crawler findet. Da sein Kaliber 12 leer ist, legt er sie mit einem Tritt auf den Bordstein ab. Die Straßen Roms sind völlig leer, bis auf die unzähligen Leichen, die in der Mittelmeersonne brennen. Als Claudio auf der Suche nach weiteren Überlebenden durch das Gemetzel marschiert, entdeckt er einen ungeöffneten Liter Milch in den blutverschmierten Händen eines leblosen Zombies. Doch bevor er einen anderen mit ein paar Oreos finden kann, wacht die kannibalistische Leiche plötzlich auf, um sich das Getränk zurückzuholen. Claudio macht einen Rückzieher, um die Milch natürlich zurückzugeben, als ein Gewehrschuss aus dem Nichts plötzlich den Kopf des Zombies wie eine überreife Melone spaltet. Wenn es jemals eine Zeit gab, in der es richtig war, auf seinem A** zu sitzen und nichts zu tun, dann ist es jetzt. Wir haben die Bestätigung, dass Lorena gesund und munter ist. Und wenn die Zombies nicht plötzlich gelernt haben, mit Maschinengewehren umzugehen, sind die Soldaten im Gebäude und kümmern sich um die Sache. Vielleicht ist es an der Zeit, dieses Rachel Legends zu spielen, von dem alle reden. Aber im Ernst, wir sollten ihnen zurufen, dass sie uns suchen sollen, vor allem, weil wir eine Kugel tragen und wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung haben. Außerdem könnten sie uns, wenn sie uns durch das Gebäude humpeln sehen, bevor wir sie sehen, für einen der Zombies halten und uns ausschalten. Selbst wenn sie nur auf der Durchreise sind, weiß Lorena, wo wir sind. Irgendwann kann sie jemandem sagen, er solle ein Rettungsteam schicken. Wenn wir aus irgendeinem Grund den Aufzug verlassen müssten, würde ich sicherstellen wollen, dass ich alles Wertvolle mitnehme, das ich tragen kann. Es wird sich ziemlich anfühlen, die Leichen des Mannes zu plündern, der sein Leben gegeben hat, um dich zu retten. Aber sein Opfer wäre völlig umsonst, wenn uns auf dem halben Weg durch die Horde die Schrotpatronen ausgehen würden. Es wäre auch eine gute Idee, seine Schutzweste anzuziehen. Jedes bisschen Schutz hilft, denn wer weiß, ob bei all dem Chaos die Zombies wirklich die einzige Bedrohung sind, die uns auf den Straßen begegnen könnte. Das letzte, was wir brauchen, ist die verdammte Apokalypse zu überleben, nur um dann von irgendeinem auf der Suche nach einem Flachbildfernseher abgeknallt zu werden. Es gibt auch keinen Grund, das Gebäude überstürzt zu verlassen. Wenn wir die Sicherheit des Aufzugs verlassen, sollten wir uns in den Büros nach Vorräten wie Essen und Wasser umsehen oder auch nur das Handy aufladen. Schließlich wissen wir nicht, wie lange wir unterwegs sind, bevor wir Zuflucht finden oder vom Militär aufgegriffen werden. Apropos, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, über Funk eine Rettungsaktion zu starten. Die Soldaten haben gerade in Hörweite geschossen, also sind sie bestimmt in Signalreichweite. Ich bin mir sicher, dass es sehr befriedigend war, den Crawler in der Lobby zu zerschlagen, aber wir hätten es einfach lassen sollen. Es wäre die Schrotflinte nicht wert gewesen, wenn wir eine gehabt hätten. Und ihn so zu zerstampfen, hätte uns nur das Risiko einer Infektion ausgesetzt. Außerdem ist es selbst mit unserem verwundeten Bein unmöglich, dass dieses Ding uns einholt. Claudio macht auch den klassischen Fehler, seine Schrotflinte wegzuwerfen, nachdem er keine Munition mehr hat. Nicht nur, dass er immer noch als effektiver Knüppel dienen könnte, Kaliber 12 ist eine der meistproduzierten Patronen, die es je gegeben hat. Es ist nicht unvernünftig zu denken, dass wir aus einem verlassenen Polizeiauto oder der Leiche eines gefallenen Officers wieder auftanken könnten. Milch war eine schlechte Wahl, vor allem wenn sie den größten Teil des Tages in der Sonne gestanden ist. Ich verstehe, dass Claudio wahrscheinlich verdammt durstig ist, aber ganz ehrlich, lass es einfach. Wenn wir schon nicht auf heiße, saure Milch verzichten konnten, hätten wir der Leiche wenigstens mit der Schuhsohle ins Gesicht klopfen sollen, bevor wir sie ausrauben, denn wenn sie sich bewegt, sind wir in der besten Position, um sie zu erledigen. Es ist sicher, dass der Scharfschütze in dieser Situation Freund von Feind unterscheiden konnte, aber wir sollten trotzdem mit den Armen im internationalen Zeichen der Not winken, um sicherzugehen, dass wir keinen Nachschuss abbekommen. Ich würde dabei allerdings den Mund halten. Letzten Endes ist es Claudio gelungen, den Sieg über die Untoten zu erringen, aber er hat auf dem Weg dorthin ein paar entscheidende Fehler gemacht, die anderen das Leben gekostet hat. Hätte er die Situation von Anfang an richtig eingeschätzt und erkannt, dass der Aufzug wahrscheinlich das einzige ist, was ihn am Leben hält, hätte er wahrscheinlich nicht die arme Silvia überfallen oder Marcello auf eine Selbstmordmission geführt, um den Strom wieder in Gang zu setzen. Er versäumte auch mehrmals, wichtige Informationen mit anderen zu teilen, indem er den Wartungstechniker nicht über die Zombie-Bedrohung informierte und es versäumte, Lorena mitzuteilen, was er während des Einbruchs in das Haus gelernt hatte. Aber was sagt ihr? Wie würdet ihr die End überleben? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann hören wir uns auch schon zum nächsten Mal.